Gefährliche TikTok-Challenge, die immer wieder in der Notaufnahme endet. Sag mal, Doc, kurze Frage. Was ist denn da unten in der Notaufnahme los? Da schreien die ganze Zeit irgendwelche Menschen. Ja, Kevin, hör auf. Da unten ist die Hölle los. Zig aufgelöste Eltern, die sich kaum noch einbekommen. Aber was ist denn da genau los? Ja, da kommen gleich wohl ein paar Patienten mit dem Rettungsdienst über die ZNA hier auf die Station, die mal wieder an irgendeiner TikTok-Challenge teilgenommen haben. Welche Challenge war es diesmal? Also, das nennt sich wohl Pilotentest. Aber genaueres habe ich auch noch nicht erfahren. Ja, das habe ich schon mal gehört. So, schönen guten Tag, der Rettungsdienst. Wir bringen euch einmal den jungen Mann hier. Den hat's am härtesten erwischt, da kommen aber gleich noch ein paar mehr Patienten. Hallo, einmal die Augen aufmachen. Nichts. Was ist denn das bitte wieder für eine Challenge gewesen? Ja, da geht es wohl primär darum, dass man ohnmächtig wird. Die jungen Leute setzen irgendwelche Atemtechniken ein, dann springt einer auf den Thorax und dann zack, Lichter aus. Also, wir werden intubieren müssen. Er hat keine Schutzreflexe, gar nichts und danach fahren wir mal dringend ins CT. Und was kam beim CT raus? Ja, hier sind großflächige Demarkierungen zu sehen, scheinbar bereits abgelaufene Hirnblutung mit Mittellinienverschiebung. Ach du, das heißt... Richtig, der Junge ist bereits hirntot.